müssen wir uns natürlich erstmal darauf ein bisschen einstimmen. So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde. Heute zu unserem Rennen in Ungarn. Ja, heute mal komplett ohne Overlay. Noch, vielleicht kommt es noch. Aktuell ist es nicht da. So, heute wieder nur 15 Fahrer im Feld. Somit wird Qualifying 1 wieder übersprungen. Also von daher gibt es nicht ganz so viel heute in Q1 zu sehen. Saviv ist schon draußen. Heißt, wir fahren einfach mal eine Runde mit ihm wieder mit. So, ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Wochenende hattet. So, wir hoffen einfach mal, dass es heute dann keine großen DNFs gibt und alle 15 Fahrer ins Feld kommen. Oh, das aber. Ganz schön laut hier. Wir bleiben mal auf Janni drauf, der gibt wenigstens ein bisschen Gas. So, aber wir werden doch die Chance nutzen. Die Tabelle ist auch auf. Dann blende ich euch jetzt einfach mal auf die Stelle die Tabelle ein. Monitor hier. So, zur Fahrertabelle. Also, wir befinden uns heute im 9. Rennen in Ungarn. Dann nach 8 Rennen Axel auf der 1 mit 147 Punkten, gefolgt von Linus mit 138 und Janni 3 mit 93 Punkten.
Dann auf der 4 haben wir Buti, Marco Linsky, Leclerc, Olaf, Rimsey, Miguel, Reese, AZ, Harry Kane, Marco, Cryptics und Lord Dennis auf 15. Die Teamtabelle, die Alpine mit 285 Punkten, weit vorne, Differenz zu Platz 2 von 134 Punkten. Auf der 3 haben wir dann die AMG mit 89 Punkten, auf der 4 Aston Martin, auf der 5 Red Bull, auf der 6 Alpha Tauri, auf der 7 das Haas Team, auf der 8 haben wir Williams Racing, auf der 9 Alfa Romeo und auf den Ferrari. Also schon ganz leichte Unterschiede zu erkennen, die Abstände. Die beiden Top-Piloten, die im Moment führen, Linus und Axel, sind auch beide dabei. Also können die ihren Vorsprung definitiv weiter ausbauen. So, Q1 vorbei. Wir gehen in Q2 über. Ich bin sofort bei euch.
So, oh weil jetzt haben wir ja einiges verpasst. Was war jetzt hier los? 13 Fahrer, nur im Feld, einer ist DNF gegangen. Ärgerlich. So, sorry, dass ich kurz weg musste, aber meine Kinder gerade verlangen. So, also Olli Olaf, DNF, schnellste Rennrunde aktuell von Miguel. So, Reifen, ja, Miguel auf Softs, Booty auf Softs unterwegs und auch Michel. Harry Kane aktuell jetzt auf Platz 2. So, und ich muss dazu sagen, ich glaube, der gute Michel hat eine Quali-Sperre. Genau. Michel und auch Cryptix mit Quali-Sperre. Allerdings Cryptix heute sowieso nicht dabei, also betrifft es heute nur Michel. So, mittlerweile Booty auf Platz 2 mit 1.16.1.06, Miguel auf 3 1.16.1.50, AC 1.16.2.28, dann auf der 5 Dreamzy mit einer 1.16.8.23, Hurricane im Ferrari auf Platz 6, Janni aktuell erstmal auf Platz 7 mit einer 1.25.8.41. So, Michel auf der Lord Dennis auf der Outlap, Leclerc fährt jetzt über Startziel, 1.16.1.49, somit Platz 3. Linus, Savi auf einer ungültigen Runde unterwegs. Linus kommt jetzt Startziel. Und setzt sich vor seinen Teamkollegen 1.15.6.06, während Axel eine 1.16.8.087 hatte. So, Lord Dennis auch auf seiner schnellen Runde unterwegs. Savi Anlauf Nummer 2. Bleiben. Bei dem ersten. Lord Dennis geht jetzt über Startziel 1.17.015, Platz 10. Noch reicht es für Q3. So, wir schauen. Und Savi dreht sich auf Startziel. Ärgerlich. Aber das Auto ist ganz, also er kann weiterfahren. So, Sektor 1, gelbe Flagge, vermutlich noch von Savi.
So, und natürlich durch den Dreher vermutlich die Runde ungültig für Savi. Mal gucken, ob er noch eine dranhängen kann, ob er noch genügend Sprit mit dabei hat oder ob er dann doch erstmal nochmal in die Box zurückgeht und sich vielleicht einen frischen Satz Reifen holt. Wie vermutet, geht er erstmal in die Box zurück. So, Jani mittlerweile eine 1:16.258 gefahren. Platz 7, also aktuell safe in Q3 dabei. So, Harry Kane unterwegs in Sektor 2 aktuell. So, und Harry Kane, 1:16.592, Platz 8. Keiner unterwegs, außer Lord Dennis und Savi sind beide wieder auf ihrer Outlap. Da wird es mit Sicherheit noch die ein oder andere Verbesserung geben. Noch haben sie 4 Minuten und 15 Zeit, sich zu verbessern. So, Lord Dennis mittlerweile auf seiner Hotlap. Ja, neue schnellste Rennrunde von Savi, 1:15.597, von Lord Dennis, Entschuldigung. So, Savi, da wollte ich gerade zukommen, der ist wohl DNF gegangen. Jawohl. So, Axel unterwegs.
So, ja, damit ist das Qualifying das zweite auch abgeschlossen. Dann können wir ins Drüber. So, Sabi, ach ja, Olaf und Michel dann nicht in Q3 dabei. Im Rennen wieder. So, alle auch schon auf ihrer Outlap unterwegs. Ach mein. So, das Overlay ist auch gerade eben gekommen. So, hat er automatisch. So, jetzt sind wir komplett mit Overlay. So, wer ist denn vorne an erster Position? Da AZ sein, der als erstes über die Ziellinie geht. 1:14.906. Wahnsinn. So, als nächstes kommt Hurricane. 1:15.6.
9, Lord Dennis, 1.15, 4.66. Guti, ungültige Runde. Hier hat sich Janni noch dazwischen geschoben. 1.15, 3.41. Leclerc auf Platz 2, 1.15, 1.33. So, wie sieht es bei Miguel aus? Miguel 1.15, 0.54, Platz 3. Linus, Platz 1, 1.14, 6.03. So, und dann haben wir noch Dreamsy, der auch auf einer ungültigen Runde unterwegs ist. Guti in der Box. Axel auch noch in der Box, der macht es spannend. So, Dreamsy, Versuch Nummer 2. Bin gespannt, auf welchem Platz er sich erstmal einreihen wird. So, wo bleibt die Zeit stehen für Dreamsy? 1, 16, 2, 8, 3, somit Platz Nummer 8. So, Booty in Sektor 1 unterwegs. Axel auch in Sektor 1. Dicht hinter. Ja. Also, Booty von den beiden kommt als erstes über die Ziellinie. Oh, Booty kommt hier in Verkehr. So, schauen, ob ihn das viel Zeit gekostet hat jetzt. Gelbe Flagge in Sektor 2, da steht ein. Und Booty wieder ungültig. Nicht dein Tag aktuell. So, Axel, jetzt auf Startziel. Und die Zeit bleibt stehen bei 1.14, 6.87, reiht sich hinter seinem Teamkollegen auf Platz 2 ein. So, Janni unterwegs, Sektor 1, wo bleibt die Zeit stehen? Kann er seine Zeit nochmal verbessern? Ein Hundertstel, ein Zehntel schneller. Wie sieht es in Sektor 2 aus für Janni? Bleibt immer noch ein Zehntel schneller. So,
jetzt Startziel, das sieht gut aus. 1:15:197. Platz 6. So, AZ hat 6 Zehntel Rückstand auf seine bisherige Zeit. Und Linus, 1:14:503. Neue Bestzeit hier. Das war auch für Janni. So, Booty geht wieder raus. Wir bleiben auf ihm drauf und schauen seine Zeit an. So, Booty ist unterwegs auf seiner Hotlap. Wir schauen, wo bleibt die Zeit stehen in Sektor 1 für ihn. Reichswerte haben wir jetzt leider nicht. Ich habe sie nicht gemerkt von den anderen. 26.610. Absolutes Sektoren-Bestzeit. Sektor 2. Da sieht das bisher gut aus, dass es keine ungültige Runde wird. So, 1:14:971, somit Platz 4 aktuell. So, wird er noch eine Runde dranhängen? Wo bleibt die Sektorenzeit jetzt stehen? Ganz kleines bisschen langsamer als eben. Miguel 0,087 schneller. So, AZ hat sich auf Platz 2 vorgekippt. Axel bleibt auf 3. Oh, Sektor 2, 3 Zehntel gefunden. So, Miguel Platz 5. Ja, es bleibt bei Platz 4 für Booty, aber seine Zeit nochmal verbessert. 1:14:755. So, Leclerc auch noch schnell unterwegs. Es reicht auf jeden Fall für Platz 5 für ihn. 1:14:866. Okay, Janni schiebt sich davor. 1:14:8.
1-1. Und Linus legt noch eine schnelle Runde hin. 1-14, 1-9-6. Fast 14 schneller als die Konkurrenz. Ja, somit Linus, AZ, Axel Buti, Leclerc, Janni. So, meine Lieben, wir sehen uns dann in circa 5 Minütchen wieder. Also, Janni, Leclerc, Miguel, Dreamsy, Lord Dennis und Harry Kane. Leclerc auf der 6.
Oh Mann, haben sie das immer noch nicht gefixt. Oh. Ja, wir mussten eine neue Lobby machen. Aber
So, jetzt müssen die Fahrer noch ihr Setup wählen und dann geht es auch schon gleich los. So, Einführungsrunde startet somit jetzt. Oh, hier kommt Linus in der Einführungsrunde relativ weit raus.
So, die Fahrer rollen somit alle auf ihre Positionen. Es kann dann auch jetzt losgehen. Die Ampel geht an. So, und Start. So, Linus kommt relativ gut weg. AZ direkt daneben. Axel auf Position 3. Kommen alle gut um die erste Kurve. So, Linus vorne geblieben, vor AZ, dahinter Axel. Leclerc auf der 4, zwei Plätze gut gemacht. Guti auf der 5 hat einen Platz verloren. Lord Dennis aktuell drei Plätze gut gemacht. Und da geht auch schon Dreamsy an Janni vorbei. Janni aktuell 5 Plätze verloren. So. Aber alle noch am Fahren. Wunderbar. So, hinten Michel gegen Janni. Und auch Savi vorbei an Janni. Janni hier anscheinend mit Problemen. Ist jetzt auf Platz 13. Und Lord Dennis hat hier tierische Probleme. Ist auf der 14. Janni geht auch in die Box hinein. Ich gehe davon aus, dass beide einen neuen Flügel bekommen. Genau, Janni einen Flügel bekommen. Dort Dennis anscheinend nur frische Reifen sich googelt. Servus, Marco Linsky. Ja, das war jetzt nur am Anfang. Aber ja, danke für den Hinweis. So. So, interessant auch die Reifenwahl. Michel, Savi, Janni, Lord Dennis, beide, alle vier auf den harten Reifen. Der Rest ist auf Mediums unterwegs. So, aktuelle Überholmanöver gibt es ja derzeit noch nicht. Die werden wohl gleich folgen, sobald DRS aktiv ist. So, auf jeden Fall, Linus setzt sich schon ganz gut ab mit 1,4 Sekunden Vorsprung vor AZ und AZ vor Axel 0,4, ist nicht die Welt. Ja, Marco, ich hoffe, es geht dir gut. Ich vermisse dich hier im Feld. So, auf jeden Fall, Linus fährt hier vorne, trost allen davon. Mittlerweile 2 Sekunden Vorsprung. Schnellste Runde von Linus mit 1:18.567. Und hinten, ja, das schaffen wir jetzt nicht mehr, da gehen wir jetzt nicht mehr zurück. Also Savi gerade vorbei an Michel.
können, aber dann. So, 0,3er, 0,4 trennt Axel auf Platz 2. Aber auch Leclerc hängt dicht im Heck von Axel. So, DRS ist aktiv. Bin ich gespannt. So, Axel saugt sich hier ran an AC und geht vorbei. Ist jetzt hinter seinem Teamkollegen auf Platz 2. Aber auch dahinter Leclerc, Guti, Miguel. So, Harry kann beobachten, der ist an Dreamsy dran. Ja, kein Thema, Marco Linsky. Auf jeden Fall alle sehr dicht beieinander. Die DRS-Zone kann regeln. Gleich mehrere Positionen könnten wechseln. Also es wird interessant werden. So, vorne passiert erstmal nichts. Doch, da kommt näher. Der Red Bull zeigt sich ganz kurz. Wir gehen kurz zu Hurricane. Oh. Und das wird eng und es reicht für Hurricane an Olaf vorbeizugehen. Nein, noch nicht. Und da der Dreher von Hurricane verliert somit seinen Platz auch an... Kein Platz verloren. Ist noch vor Marco wieder rausgekommen. Oder wieder weiter, konnte weiterfahren. Und einen Red Bull auf Abwägen. Vorne haben wir relativ konstante Abstände. 0,6, 0,7, 0,6. Streamen sie dann 6,3 Sekunden von Platz 6 entfernt. Aber hier Hurricane an Olaf. Und da kommt Marco und geht außen vorbei an Hurricane. Aber gut, Hurricane eben seinen Dreher gehabt, vermutlich sich auch was beschädigt am Fahrzeug. Olaf geht auch rein. Somit natürlich jetzt ein paar Platzwechsel. So, Michel nach seiner Quali-Sperre fährt aktuell auf Platz 10. Also in den Punkten. So, Olaf und Hurricane kommen wieder aus der Box raus. Olaf ist schon raus, Hurricane jetzt auch. Lord Dennis auf Platz 13. So, wir gucken auf Lord Dennis. Schnell unterwegs, arbeitet sich hier an Platz 12 ran. Er natürlich den Vorteil, dass er die wärmeren Reifen hat. Olaf ja gerade in der Box gewesen. Und Sektor 3 steht ein. Dann ein Savi.
aber er fährt weiter. So, vorne. Leclerc immer noch hinter AC. 0,368. Ja, ich würde sagen, nächste DRS-Zone ist Leclerc auf jeden Fall weit genug dran, um an AC vorbeizugehen. AC hat den Nachteil, er ist nicht im DRS-Fenster zum Vordermann. So, jetzt DRS aktiv. Und er geht relativ ohne Probleme. Naja, nicht ganz ohne Probleme, aber... AC kontert. Nein, es reicht nicht. Leclerc vorbei, somit Platz 3. So, auch Miguel 0,3 hinter Buti. Wir gehen mal auf Miguel zurück. Sergen 926, herzlich willkommen im Stream der RLE. Wunderschönen guten Abend. Moin. Gut, beide. Oh, hier, schnellste Rennrunde von Leclerc. 1:18.544. So, Miguel zeigt sich, aber es reicht nicht, um vorbeizugehen an Buti. Ich weige denn anzugreifen. Axel vorne arbeitet sich weiter an seinen Teamkollegen ran. Von 1,6 Sekunden runter auf 0,56 Sekunden. So, Olaf 0,5 Sekunden auf Lord Dennis. Harry Kane 1,5 Sekunden auf Olaf. Rückstand. Toi, toi, toi. Bisher noch kein DNF. Ja, Buti muss aufpassen. Miguel ist hinten dran. Aber natürlich beide, also sowohl Buti als auch Miguel, die im DRS-Fenster drin sind. Gut, 0,3. Miguel wieder sehr dicht an Buti, aber Buti nach wie vor auch im DRS-Fenster zum Vordermann.
Und daher wird es wieder nicht reichen für Miguel. Ja, weder weiter vorne noch dahinter passiert aktuell irgendwas, so dass ich jetzt einfach mal hier auf Miguel draufbleibe. Falls jemand einen anderen Fahrer sehen möchte, blende ich den gerne ein. Gar keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier gleich was passiert, ist doch sehr groß. Wobei jetzt hinten Hurricane auch langsam an Olaf rankommt. So, Miguel wieder im DRS-Fenster, aber es reicht nicht. Immer. Axel auch nur noch 0,4 Sekunden auf Teamkollegen Linus. So, Harry Kane. 0,5 auf Olaf. 0,6. Könnte eng werden. Wir gucken mal bei ihm. Naja, das reicht nicht. Das reicht noch nicht. Vielleicht nächste Runde. Oh, vielleicht jetzt schon. Naja, 0,2. Und Xavi ist ausgeschieden. Virtuelles Safety Car. Sehr, sehr ärgerlich. So, Dreamzy und auch Marco nutzen die Chance und fahren gleich in die Box rein. Harry Kane kassiert eine Durchfahrstrafe wegen Rasen in der VSC-Phase. So, VSC wieder aufgehoben. Es kann wieder Gas gegeben werden. Es kann wieder überholt werden. So, Linus geht in die Box, Miguel geht auch in die Box. Axel übernimmt das Feld vor Leclerc und vor AC. Noch so hier Miguel und Marco vorbei. Entschuldigung, Dreamzy und Miguel, Dreamzy und Marco, verdammt. Oh, Marco auf jeden Fall vorbeigegangen an Dreamzy.
Und der nächste. Naja, statt VSC Safety Car direkt. Somit rutscht natürlich jetzt das Fahrerfeld wieder zusammen. Ja, natürlich jetzt die Chance für alle, die noch nicht in der Box waren, gleich reinzugehen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das auch Axel Leclerc nutzen werden. Michel und Janni sind schon in der Box. Linus schon wieder auf Platz 3. Also sollten die beiden jetzt in die Box gehen, übernimmt Linus Führung. Ja, wie vermutet, gehen beide in die Box rein. So mit Linus jetzt wieder vorne. AC auf Platz 2. Guti auf der 3, Miguel auf der 4, Marco auf der 5, Streamsy auf der 6, Michel auf der 7. Dann haben wir dort Dennis auf der 8, Axel kommt auf 9 wieder raus, Leclerc auf 10, ja und Janni und Harry Kane auf 11, 12.
Ja, Safety Car nach wie vor immer noch draußen. Noch gar keinen Bock wieder reinzufahren. Noch sind die Lampen an. So, wir kennen das Spielchen. Wenn das Safety Car reingeht, Linus gibt die Geschwindigkeit vor. Ab der grünen Flagge bzw. ab Startziel kann dann wieder überholt werden. So, das Safety Car geht jetzt wieder rein in dieser Runde. So, AC verringert hier die Geschwindigkeit. Oh, oh, also nochmal extrem, extrem langsam. Da muss AC schon aufpassen, dass er nicht hinten drauf fährt. So, ab jetzt ist das Rennen wieder freigegeben. Es darf wieder überholt werden. Wie sieht es hinten aus? Marco hier greift Miguel an, aber es reicht nicht. Oh. Naja. Hinten Treemsy gegen Michel. Michel vorbei an Treemsy. Ja, Haas und Red Bull hier nach wie vor relativ dicht beieinander gewesen gerade. Hurricane, Axel hinten. So, ja, jetzt heißt es natürlich für den zweiten Alpine-Piloten Axel wieder nach vorne zu kommen. Schnellste Runde hier von Linus und Sektor 3, ein Dreher von Marco. Oh, wie ärgerlich. Marco wirklich gut dabei gewesen. Lord Dennis geht hier vorbei an Treemsy. Und auch Leclerc hat sich gedreht. Oh, ärgerlich. Ach, wie schade. So, Treemsy oder beziehungsweise Janni auch vorbei an Treemsy. Auch Leclerc war wirklich gut dabei heute. Jetzt durch den Dreher natürlich auch zurückgefallen auf Platz 12. Muss jetzt in die Box. Verliert natürlich jetzt einen Haufen Zeit. So, Axel natürlich nach dieser Aktion natürlich dann auch schon wieder auf Platz 8. Ist auch vorbei an Treemsy. Hat jetzt Janni vor sich. Linus mit nächste schnellste Rennrunde. 1:18.082. So, ab jetzt der ist auch wieder aktiv. So, es wird auf jeden Fall spannend. Lord Dennis auf seinen harten Reifen, 18 Runden drauf mittlerweile. Der wird wohl auch bald in die Box kommen. So, Leclerc kassiert hier nochmal eine 5 Sekunden Strafe. Rasen in der Boxengasse. Wir können uns natürlich auch mal die Strafen anzeigen lassen. Gibt es nicht viel zu sehen im Moment. Leclerc, eine Strafe von 5 Sekunden. Hurricane auch vorbei an Treemsy. Ah, Leclerc ist auch wieder raus hier. Und oben, ich wollte doch zu. Linus schon wieder 1,3 Sekunden Vorsprung vor AC. AC 1,9 Sekunden vor Booty.
der wiederum hat 0,6, 0,7 vor Miguel. So, aber wir sind gespannt. Axel, jetzt Startziel 0,23. Jetzt der Angriff an Janni. Aber es reicht nicht. Stattdessen Janni auf Lord Dennis. Oh, 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 da ist er aber hart reingegangen. So, somit Axel natürlich vorbei an Lord Dennis. Janni nach hinten gefallen auf Platz 11. Einfach mal hoffen, dass dort Dennis nichts passiert ist am Auto. Ja, ganz normal jetzt weiterfahren kann. Ist auf seinen regulären Boxenstopp, was die Reifen angeht. So, Axel, dicht an Lord Dennis dran. Sehr dicht im Moment an ihm dran. So. Es reicht auf jeden Fall ohne Probleme und Lord Dennis hat hier auch fair rübergezogen, hat Platz gemacht. Er hat gemerkt, dass er keine Chance hat, da Axel mit Überschuss ankam. Also wieso jemanden noch behindern? Faire Geste auf jeden Fall. So, Marco ist an Dreamsy wieder dran. So, Leclerc mit der neuen schnellsten Runde mit 1:17.854. Also aktuell geht der Punkt an Leclerc. So, kann Marco jetzt gleich an Dreamsy vorbeigehen. Axel schon wieder nur 0,36 auf Michel, Sektor 3. Wie ärgerlich für Lord Dennis. So, jetzt Angriff von Marco an Dreamsy. Funktioniert auch hier ohne Probleme. Marco bleibt vor Dreamsy. So. In der Zwischenzeit hat auch Axel Michel überholt. So, Axel liegt. Oh, nächste schnelle Runde von Leclerc. 1:17.797. Axel liegt aktuell 2,9 Sekunden hinter Booty. Booty wiederum 0,9 hinter Miguel. So, nun auch Janni mit einer Strafe belegt. Gut, Axel holt langsam auf. Ja, weiter vorne. Was haben wir hier vorne? Booty, eine Sekunde auf Miguel. Hinten 1,6, Lord Dennis auf Janni. Wir fahren mal
Runde mit Leclerc mit. Auch wenn da erstmal gerade nichts passiert. So, Lord Dennis, 0,7 Sekunden auf Janni. Da kommt gleich was. So, Lord Dennis 0,5. Kurzzeitig schon mal auf 0,3. Er hat sich schon mal gezeigt. So, Michel auch mit einer Strafe belegt. Ist gar nicht drauf geachtet. Waren wahrscheinlich auch 3 Sekunden. Genau. So, Leclerc mittlerweile 8 Sekunden Zeitstrafe. Janni 3 und Michel auch 3. Neue schnellste Runde von Leclerc 1:17.766. Also der Punkt bleibt aktuell auf jeden Fall erstmal bei Aston Martin. Ui, wo will er denn lang? Ja, Lord Dennis auch gut unterwegs gewesen eben. Hat dann seinen Dreher gehabt. Ah, 0,5 Sekunden entfernt. Das wird nicht reichen. So, Axel, eine Sekunde auf Booty. Hat sich auch gut rangearbeitet. 7 Runden noch zu fahren. So, Position 5, sie gehen jetzt auf Startziel und Sektor 3. Oh, Axel mit. Oh, was war da los? Axel der Grund gewesen für die gelbe Flagge. Hier Lord Dennis.
Der Lord kommt nicht wirklich nah genug ran in Angriffsposition. So, Hurricane auch nur 0,4 entfernt von Axel. So, Axel kommt jetzt näher wieder ran an Michel. Alles klar, auf Startziel. Ich habe es noch gesagt eben. So, Axel wieder vorbei an Michel. Somit muss jetzt Axel wieder 5,5 Sekunden aufholen, um auf oder noch eine Chance auf Platz 4 zu bekommen. Also unter normalen Umständen wird das in den 5 Runden schwer werden. So, schnellste Runde von Axel 1:17.730. Somit geht der Punkt erstmal nicht an Alpha Tauri. Entschuldigung, an Aston Martin. So, hier der Angriff. Oh, der Angriffsversuch von Hurricane an Michel. Aber Michel bleibt erstmal noch vor Hurricane. So, und da kommt auch schon die Zeitstrafe für Axel. So, aber jetzt, er ist nah genug dran. Und da geht Hurricane vorbei an Michel. Ferrari gegen Williams. Anhand der Strafen würde sich nichts ändern. Hurricane würde vor Michel bleiben. So, und hinten mittlerweile auch Dennis vorbei an Janni, nachdem er wohl zu weit rausgekommen ist. Ich habe noch gedacht, es ist möglich. Schon nur noch 2,7 Sekunden. Also wirklich schnell unterwegs. Marco 0,2 auf Michel, auch der ist, er kann noch auf Platz 7 vorfahren.
Wobei natürlich Michel auch nach wie vor noch in Angriffsposition ist, um an Harry Kane wieder vorbeizugehen. Wir sind gespannt. Halten einfach wieder nach hinten. Hat noch nicht gereicht. So, vorletzte Runde. Miguel kommt auch näher ran an AC. Extrem nah gerade. So, da haben wir die schnellste Runde wieder von Aston Martin. So, aber jetzt der Angriff von Marco gegen Michel. Ah, es reicht wieder nicht. Ah, doch, es könnte reichen. Oh, ganz eng. Aber Marco behauptet sich aktuell. Nein, Michel ist wieder vor ihm. Ach, schade. Ja, Michel hier, Kampflinie gefahren. Miguel vorne 0,5 auf AC. Letzte Runde Janni. So, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Linus zu Platz 1, AC zu Platz 2, Miguel Platz 3, Guti Platz 4, Axel Platz 5, Hurricane 6, Entschuldigung, Hurricane Platz 7, Marco auf 6, genau, Michel auf der 8. Streamsy auf Platz 9. Gott, Dennis kommt als 10er ins Ziel. Und Janni Platz 11. So, hier die Siegerehrung. So, also Linus, AC, Miguel, Booty, Axel.
Axel, Marco. Sind wir dann auch schon am Ende angekommen? Fürs Einschalten. Schicke euch mal rüber zur Online-Liga. Die waren zwar auch nicht mehr lange. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag und einen schönen Start in die Woche. Ciao, ciao.